Uff, die stellen sich alle in die Tür. Uff. Komme sofort wieder, sobald ich meine Sachen habe. Aber da sind ein bisschen viele drin. Uff. Da brauchen wir jetzt nicht mehr weit. Moment, es gibt noch einen zweiten Abstieg. Ja. Denken wir nicht dran. Ah, toll. Hey. Freue mich. Wo bist du? Vielleicht tot. Habt ihr ein Portal gemacht? Silber eins. Ja, aber es verschwindet, wenn du durchgehst. Ja. Ich gehe mal den anderen Aufgang ab. Abgang auf. Ich nehme die andere Treppe. Ja. Ich kann die Zuflucht sehen. Zuflucht, ja. Ich kann auch viel sehen. Uff. Und viele Gegner sehen. Ich kann viele Blitze sehen. Blitz, Blitz, Blitz. Ich würde gern kommen, aber ich muss jetzt mit hier ein paar ausschalten. Okay. Und ja, okay. Wir haben das schon mal, wir haben das schon mal. Wir haben keine Tränke belegt und wir sind wieder tot. Gott, oh Gott, oh Gott. Mist, ich kam nicht mehr zurück, aber... meine Ausrüstung hatte ich. Ich traue mich jetzt nicht, irgendwelche Türen hier groß aufzumachen, weil... oh oh. Ob meine 60.000 Gold schon wieder weg sind? Nein, nur die Hälfte. Ja, ich habe auch irgendwie schon 40.000 vorhin durchgelassen. Kann ich ja noch mal sterben. Ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen, aber ich habe schon wieder Lags hier. Ich habe schon wieder Lags. Lags mit am Arsch. Ist jetzt gerade schwierig. Ich versuche dir von der anderen Seite entgegenzukommen. Aber ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Oh nein, vielleicht habe ich die auch schon alle weggelockt. Ich weiß ja leider nicht, wo deine Leiche liegt. Türen aufmachen, immer eine gute Idee. Könnten die mal nicht treffen, das wäre ganz toll. Also wenn es nur so zwei, drei Stück sind, dann geht das noch. Sobald es eine größere Gruppe wird, wird es schwierig. Komm mal, jetzt bei dir da unten lang. Ich weiß ja, wo meine Leiche ist. Vielleicht komme ich von da besser hin. Uff. Weil der Eingang ist gerade ein bisschen zugestellt. Geht ja zwar noch. Das muss aber sein. Die ganzen Blitze, das ist schon heftig. Und die Tür noch aufmachen. Du kommst gerade zu einer sehr ungelegenen Zeit. Ja. Weg schon. Aber ich laufe hier einfach mal so ein bisschen lang. Wenn nicht, wenn okay, du nicht hierher lockst. Da hinten? Nein, nein, also ich habe ja hiermit nichts zu verlieren mit diesem gerade. Okay, hier ist das Portal. Ich habe das Portal gefunden. Ja, das habe ich auch in der Mitte. Also ich habe es auf der Karte. Das ist in der Mitte. Ach du Scheiße. Ich komme da nicht ganz hin, ne. Da komme ich nicht ganz hin. Ich räume das mal hier so ein bisschen frei. Habe ich jetzt alles verloren? Oder noch 16.000 Gold? Ja, es wird auch weniger, was man verliert mit jedem Tod. Also je weniger man hat. Ich weiß. Ah toll, es kommen noch mehr.
Gut, dass du die hier gelockt. 10% irgendwie so, ne? Gut. Das ist echt nicht gut gemacht vom Spiel. Was? Wenn man da seine Ausrüstung verliert. Also ich habe gelesen, bei Sacred 2 verliert nur dieser die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas richtig Gutes droppt, zurückgesetzt. Nee, da wird so ein Wert zurückgesetzt, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man was richtig Geiles gedroppt bekommt. Ja, aber wir sind hier nicht bei Sacred. Wir sollten mal Sacred spielen. Ich muss mal wieder Silber probieren. Weil die Ausrüstung zu verlieren ist schon ein bisschen hart. Wie ist das überhaupt bei Sacred? Keine Ahnung. Ich sehe eine Leiche von dir. Ich weiß aber nicht welche. Alter! Ein Schlag fast instant killed hier. Leck mich doch. Wobei ist das nicht mal irgendwie ein Boss oder sowas? Ich habe keine Tränke mehr, das ist auch immer sehr gut. Okay. Aber ich mache Fortschritte. Muss jetzt etwas gedulden. Ja, ich gehe hier nochmal rein. Oder so. Aus Langeweile gehe ich hier nochmal rein. Versuche mein Bestes und komme sogar zur Leiche. Zu der falschen Leiche. Dann gehe ich hier hin, komme zu der richtigen Leiche. Mach die Tür auf. Du machst Türen auf, mach das nicht. Ich muss Türen aufmachen. Niemand muss Türen aufmachen. Jetzt habe ich nur noch 78.000. Ich habe irgendwie schon wieder 100.000 durchgelassen. Geil. Wir müssen da jetzt nicht mehr unbedingt reingehen. Wenn du nicht mehr willst. Also ich weiß, wenn ich da reingehe, dann gehe ich nur mit dir rein. Nicht mehr allein. Das ist mein Portal. Wieso liegt da eine Leiche von dir? Wo zur Hölle machst denn du dein Portal, du? Achso, Entschuldigung. Hättest du mir sagen können, bevor ich da reinlaufe, wichse, Alter. Aber das war relativ sicher, das Portal. Relativ. Ja, es hätte schlimmer sein können, durchaus. Ja, nee, ich musste schnell wegmachen. Ja, schnell wegkommen. Ne? Ich denke mir schon, wieso liegt denn da jetzt eine Leiche von dir? Da waren noch gar keine Gegner mehr auf dem Stockwerk. Bisschen natürlich runterlaufen. Aber das. Mein Portal ist relativ dicht beim anderen Portal. Ja, das Problem war nur, ich wollte nach unten links wieder laufen. Weil da die Treppe nach unten ist, die ich nehmen wollte. Brauchen wir irgendwas für dieses Portal? Können wir das einfach so benutzen? Hat das irgendwo unangenehm geführt? Hat das nicht zu diesem komischen Wurm geführt? Direkt rein? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Oh oh. Ich warte erstmal noch einen Moment, bis du endlich mal kommst. Oh, kommt der denn jetzt? Bin da. Den Gegner mitgebracht. Bist du da, kommst du die fetten Gegner angerannt. Lass mal den da weg, der geht leichter. So. Den Eindringling weg. Ist das schon ein Eindringling? Naja. Ja, der kommt schon wieder, keine Sorge. Die kommen alle immer wieder. Jetzt noch her. Hätte ja links doch schon aufgeräumt. Ja, Armschienen. Oh, geil.
Gut, dass du mir sagst. Für den Ärger, den du gemacht hast, ist das was wert. Wahrscheinlich eh nur Scheiße. Wie fast alles hier Scheiße ist. Was sind denn eigentlich Armschienen? Ich habe gar keine Armschienen. Schienen für deine Arme. Handschuhe oder was? Ja, ich glaube, das sind so längere, also die auch so noch über die ganzen Arme so nach hinten gehen. Also nicht nur irgendwie über deine Hände. So, möchtest du in das Portal gehen oder möchtest du hier noch weiter Spaß haben? Mach hier erstmal ein Portal hin. Was ist damit? Hast du irgendwie Angst? Ja, so einzeln kriegen wir die ja so halbwegs, ne? Ja, ich weiß also, nicht. Ob das also mit dem Boss dann auch so einzeln hinhaut dann? Champion einlegen. Lass mich doch mal zurück. Und natürlich nicht noch mehr Gegner locken. Immer die Gefahr. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, da reinzukommen. Da rein. Zu killen, was immer da zu killen ist. Geh du mal zuerst rein. Ich hab Angst. Ich will da nicht rein. Okay. Alles in Ordnung? Flucht. Horasons Besessenheit. Oh, Wegpunkt zur Flucht. Ich bin erstmal weg. Erstmal abhauen. Ach gut. War doch eine gute Entscheidung. Das kommt drauf an, was da jetzt noch so drin ist. Was können denn diese Armschienen? Verteidigung 67, 15 zu Angriffswert, 6 zu Geschicklichkeit, die 5 zu Geschicklichkeit. Will ich die haben? Was noch? Giftwiderstand plus 23%, Giftstärke reduziert um 6, 25%. Die will ich nicht haben. Ich auch nicht. Da verliere ich aber meinen Blitzwiderstand. Ich fühle mich jetzt beschäftigt. Was ist denn? Ich wollte dir die Handschuhe zeigen. Ja. Also der hat mehr Verteidigung, mehr Angriffswert. Also ein bisschen besser ist der schon, ne? Musst du jetzt entscheiden. 7% bessere Chance. Ich möchte halt die 15% Blitzwiderstand von meinen jetzigen Handschuhen nicht verlieren. Ah, ich nehme die. Okay. Hey, jetzt habe ich gelbe. Sind die was wert? Oh, 12.000. Jo. Okay. Nochmal. Tränke. Ein paar Tränke einstecken. Ein Stück Lasagne essen. Oh Gott. War die Scheiße mit den Teleportern? Ja, ich erinnere mich. Oh, Gespenst. Untoter saugt Mana ab. Da weiß ich jemanden, der sich auch vorhält.
würde gerne wieder meinen richtigen Helm aufsetzen. Mach halt. Ja, aber ich glaube, ja, ich könnte, aber diese Gegenstände sind schon nicht schlecht, ne? Die wir so jetzt kriegen. Ich hätte gerne noch die Rüstung zu meinem Helm. Komm, Ferncamper, mach mal. Oh, ein Geist. Das saugt übrigens Mana ab. Und die schmeißen übrigens Feuer. Leider keine Resistenzen. Oh, naja. Und ich keine Fernwaffen. Ja, bleib beim Feuer stehen. Passt schon. Ich wollte jetzt nicht weg, weil ich gerade die perfekte Entfernung habe. Das ist die perfekte Feuerwelle. Und das Feuer war jetzt nicht so stark, also es ging noch. Ja, mach du mal. Oh, ja. Ich esse ein Stück Lasagne. Ich bin halt ein heißer Kerl. Eine heiße Frau. Ich staune ja, weil es immer noch warm ist. Muss an mir liegen, ich bin so ein heißer Kerl. Ist noch einer. Oh. Gut, fertig. Also da ist noch einer, aber ist weiter hinten. Macht ja gar keinen Schaden, die Feuerwand. Vorhin ja nicht wahr. Haben wir das Mana absaugen können die halt auch nicht. Und er hat natürlich die. Weißt du, er braucht halt überhaupt kein Ding und frisst alles leer. Auch alles. Oh. Warum zur Hölle machen die hier so viel Schaden? Weiß nicht. Haben sie eben noch nicht gemacht. Ach so, das ist die Elite. Das ist dabei. Der Elite, der da dabei steht. Du blockierst mich! Entschuldigung. Weiß ich ja nicht. Eieiei. Oh Gott, ich will nicht in der Ecke stehen. Was so? Ich war da nicht mehr. Ach komm. Verfickten Lexi schon wieder. Das ist doch zum Kotzen. Stirbst du, wo die Gegner gar nicht mehr da sind? Ja, natürlich war ich hier noch. Das glaub ich. Du musst Dreck spielen. Ne? Konnte dieser Scheiß jemals so erfolgreich werden? Na geil. Bist denn du jetzt? Dann wollte ich jetzt nicht haben. Kann die Sense nicht aufheben. Doch jetzt. Toll. Ich liebe es ja, wenn es leckt und ich verreck deswegen. Ich will auch nur Geld, dass ich ihn wiederbekomme.
Gehen wir jetzt erst nach oben oder nach unten? Gut, gehen wir da lang. Hier lang. Wir gehen nach unten. Das ist oben. Ich weiß. Ob ich dich da wohl runterschubsen kann, das wäre cool. Wenn wir so den Mitspieler runterschubsen können und er stirbt dann. Und als er aus ist, dann ist weg. Sollten aber nur Nahkämpfer können, nicht Fernkämpfer. Oh, hier ist zu eng. Hier kann mich immer nur einer angreifen. Ja. Oh, schön.